Heyo und ganz herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Vielleicht erinnert man sich noch, in der letzten Zuschauerpostfolge gab es diese kleine Festplatte mit dazu. Und ich habe mir die so angeschaut und gedacht, ja, 1,8 Zoll Größe dürfte das ungefähr sein, wenn man das mal so mit dem Auge vergleicht oder so. Könnte vielleicht aus einem iPod Video stammen und ich wollte das erst in dem Video zeigen, wie ich das da einbaue, aber da habe ich mir gedacht, machen wir ein separates Video und deswegen sind wir jetzt hier. Ich besitze tatsächlich einen solchen iPod Video. Den habe ich damals aus der Schule, aus der Recyclingtonne bekommen. Das war irgendwann ein halbes Jahr vorm Abi oder sowas. Habe ich gefragt, darf ich da mal reingucken? Ja, nimm mal ruhig mit. Ja, da waren auch noch iPhone 4S drin. Die liegen schon die ganze Zeit da und die sind immer noch iCloud gelockt. Deswegen kann ich damit nicht allzu viel anfangen. Und der iPod funktioniert und ich hatte dort Rockbox drauf installiert. Das ist ja so eine Art Betriebssystem für diverse MP3-Player, die man so kaufen kann. Und eben auf so einem iPod würde sich das, glaube ich, ganz gut machen, weil ich jetzt nicht so ein Apple-Fan bin. Ich möchte mir kein iTunes installieren, dass ich da Musik drauf kriege oder sowas. Ich hatte auch schon vor, das ist noch länger her, auf einem Trödelmarkt hier in Rheine, da gibt es ja einmal im Jahr, wenn kein Corona wäre, den größten Kinderflohmarkt Deutschlands oder so. Da habe ich, glaube ich, für 3 oder 4 Euro so einen MP3-Player gekauft in Rot von iRiver, iRiver H10 oder H20. Den habe ich auch noch irgendwo. Kriege ich etwa wieder eine Erkältung? Die Stimme ist gerade hier ein bisschen. Ist ja egal. Das Teil habe ich auch noch irgendwo, aber da ist irgendwann mal ein Tropfen Wasser auf dieses Soft-Touch-Bedienfeld gekommen und seitdem spinnt das Teil. Aber da war auch so eine Festplatte drin und da hatte ich dann auch Rockbox drauf installiert. Und das hatte eigentlich sehr gut funktioniert. Ich zeige euch das Teil mal. Bisschen sehr zerkratzt. Also ich habe versucht, irgendwie mit Kratzerentferner da was zu werden, aber das hat überhaupt nicht geklappt. Das Teil hat ein neues Display gekriegt und einen neuen Akku. Aber wenn wir hier mal schauen, sind da jetzt wieder genau dieselben Linien, die auch bei dem alten Display zugegen waren. Ich schätze, das liegt einfach daran, dass dann auch der Ersatzakku dafür einfach ein Stück dicker geworden ist und dann, naja, ist das Display kaputt gegangen. Ich denke, das Teil könnte sowieso demnächst mal einen neuen Akku brauchen, aber ich benutze das Teil echt nicht oft, aber es ist schon richtig komisch, wenn ich den Akku lade, das Teil dann angeht und das dann 10-mal an- und ausgeht und du hörst dann schön, wie die Festplatte klickt vor lauter, ich habe keinen Strom mehr. Vielleicht ist er auch nicht mehr up to spec, ich habe keine Ahnung. Aber wenn wir uns dann die Platte hier mal anschauen und so drüber legen, ja, ne, das könnte wohl passen. Und deswegen, da sind jetzt 60 GB drin, das sind 80. Ich fühle mich immer schlecht, wenn ich was zugeschickt bekomme und nicht von allem Möglichen irgendwas Interessantes zeigen kann. Deswegen freue ich mich, dass ich das hier zumindest zeigen kann. Da ist jetzt Rockbox schon drauf installiert, aber ich glaube, die Installation ist relativ easy so auf dem Teil. Und vielleicht hatte jemand von euch noch einen iPod oder so zu Hause rumfliegen. Man nimmt heutzutage ja eigentlich eher ein Handy zum Musik hören, aber hier ist zumindest noch ein Kopfhöreranschluss dran und ich wage zu behaupten, dass sich der iPod nicht ganz so schlecht anhört. Es ist wahrscheinlich einfach nur ein Stück interessant oder auch nicht, das werden wir dann später sehen. Jawohl, du bist fertig, dich habe ich ausgestellt und damit du hoffentlich nicht angehst, setze ich dich mal auf Hold und jetzt muss ich dich nur irgendwie aufkriegen. Mit meinem schönen kaputten Daumen immer noch, ja. So, ich glaube, jetzt habe ich's. Ich finde es immer noch richtig komisch, wie das so halten kann und es auch eigentlich immer noch tut. So, dann holen wir dich mal hier raus. So, stromlos. Das sah gerade ein bisschen gewalttätig aus, oder wie ich das Kabel da rausgezogen habe. Ich weiß, das geht eigentlich nicht anders, weil entweder musst du die Festplatte dann... Also, das ist sowieso richtig komisch. Die Festplatte ist an so einem ultra kurzen Kabel hier, ne? Ich, also, mach die Kabel möglichst dünn, damit da niemand drankommt. Oder so ähnlich haben sie es sich wohl gedacht. So, du bist draußen. Das ist übrigens die gesamte Technik hier drin, also, ne, super viel ist da nicht. Aber ist auch gar nicht so viel Platz, da hast du recht. Display habe ich ja schon mal getauscht, habe ich gesagt. Erkennt man auch an diesem wunderschönen goldenen Aufkleber hier drauf. Ich glaube, das würde man bei Apple nicht machen. Da würde eher Foxconn oder so draufstehen. Und das ist der Ersatzakku. Da steht zwar auch drauf vor 80 GB, aber das ist das Modell ja jetzt. Also von daher ist alles in Ordnung. Ich musste den Akku, glaube ich, damals sogar aus England bestellen, weil es den entweder in China nicht gab oder weil ich nicht so lange warten wollte. Ich weiß es auch nicht. So, Kabel hier rein. Schalter umgelegt. Ey! Dann das Teil umgelegt und dann bin ich mal gespannt, ob das überhaupt auch so mit dem Gehäuse passt, meine ich.
her und am besten einmal kurz starten und gucken, was er uns sagt. Mit dem Computer verbinden, zum Wiederherstellen iTunes verwenden. Aber ist ja eigentlich wohl klar, dass man dann nicht die Platte hiervon direkt weiterverwenden kann. Und dann, ja klar ist es nicht, aber dann ist wahrscheinlich auf der Platte eine spezielle ID, die zur Hardware-ID irgendwo hier auf dem Mainboard passen muss. Dann google ich mal, ob man vielleicht an die Daten so rankommt, die hier eventuell noch drauf wären. Ansonsten wird halt Rockbox so an sich installiert, ohne dass ich weiß, was hier vorher drauf war. Also nicht von wegen rumschnüffeln, sondern eine coole Musik zu finden, die ich vorher nicht kannte, ist immer cool. Vor allem, wenn ich mal ein paar Platten auf den Trödelmarkt haufe oder sowas, aber wurde ja auch immer weniger, weil der letzten Kram, den ich so gefunden habe, der war auch nicht so ganz so toll. Da war nicht viel Gutes dabei. Manchmal falle ich auch echt vom Glauben ab, ne? Ich habe die HDD jetzt eingebaut am iPod und einfach eingesteckt und das zeigt er mir dann. Festplatte F und noch System reserviert und hier noch ein bisschen was, was nicht zugeordnet ist. Was zum Henker ist da passiert? Hat er die vielleicht nicht aus einem iPod, sondern so ein Tablet-PC oder sowas? Was haben wir denn hier? Also den Namen Alexander brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zu schmerzen oder sowas. Im März 21 das letzte Mal benutzt. Für was auch immer. Und woran erkenne ich, welches Windows hier verwendet wird? Zufällig habe ich gerade tatsächlich etwas gefunden und License.rtf, was sich in System 32 befindet, ist Windows 8.1 Pro. Das bedeutet ja, wenn ich jetzt den Magic Jelly Bean Keyfinder aufmache, das Programm Magic Jelly Bean Keyfinder sieht so aus und ich zeige euch den Produktkey jetzt mal nicht, aber ich wusste gar nicht, dass ich Windows 10 Enterprise habe. Ich habe einfach Windows 10 auf dem Mainboard installiert, was hier drin ist, weil ich das Mainboard gebraucht gekauft habe und ja, so what. Aber dann gehen wir auf Load Hive, nehmen dann Festplatte F. Dem Client fehlt ein erforderliches Recht. Also machen wir das mal ganz manuell. Er hätte gerne diese Datei. Und die muss ich dann... Oh. Ja, an Kuriosität nicht zu überbieten. Diese Datei ist scheinbar Schreib-, Kopier- und Lese geschützt für andere Systeme. Aber ich kann sie abrufen mit dem im Total-Commander eingebauten Lister. Das ist so eine Art Notepad++, eben nur zum Lesen, nicht zum Bearbeiten. Aber ich konnte die Datei dann speichern untern woanders. Dann Berechtigung ändern und dann konnte ich auf die Datei mit dem Jellybean Keyfinder zugreifen letztendlich als Administrator und dann haben wir einen Produktkey. Ja, ich werde den Alex oder Alexander nochmal fragen, ob der PC noch in Verwendung ist, nicht dass ich dann seine Lizenz für irgendwas weiter verwende und ich werde später noch was dazu sagen, wo die Festplatte letztendlich drin gewesen ist. Jedenfalls sollten wir dann mal weitermachen. Ich habe mir hier den Graphical Installer mal runtergeladen, auch die neueste Version hier von Rockbox. Es gibt auf der Hauptseite übrigens noch ein paar MP3 oder Media Player, die damit auch kompatibel sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel dieses Teil hier besitzt, ein Pio, wie siehst du aus? Aus 2005. ja genau. Ne, dann kannst du das auf jeden Fall auch machen. Ich schätze, dass das Zeug relativ selbsterklärend sein sollte. Dann machen wir automatische Erkennung. Hat nicht geklappt. Dann haben wir hier einen iPod Video. Ja, aber du bist ja verbunden, gell? Und dann kam direkt das nächste Problem. Rockbox Installer wollte nämlich den iPod nicht erkennen. Da habe ich erst geguckt, okay, ob man da irgendwas machen kann. Ja, über iTunes zurücksetzen, ganz standardmäßig. Eigentlich wollte ich iTunes nicht installieren, habe es dann gemacht, habe dann keine Option gefunden. Dann mir eine Anleitung angeschaut, wie man das Teil zurücksetzt. Ja, einschalten, anschließen, fertig, sollte automatisch laufen. Da habe ich am Kabel gewackelt und dann hat er tatsächlich auch angefangen, aber ist fehlgeschlagen. Und weil er ja irgendwie das geschafft hat, über USB die Platte direkt anzuzeigen, habe ich sie dann über Diskpart formatiert und dann war das Teil komplett leer und ja, dann konnte ich die iPod Firmware installieren, die offizielle. Na endlich, da kann es ja weitergehen. Dann nehmen wir E, aktualisieren, sollte wohl klappen. Ich sag dem nochmal, dass das ein iPod Video ist. Hat er schon gemacht, alles klar. Die Version nehmen wir, Themen, ich nehme einfach mal iClassic dazu. Ne, ich lasse das so. Ich finde schön, dass er das jetzt iPod von TE genannt hat. Also installieren wir den Kram mal. Ich habe den iPod nur hier liegen jetzt gerade.
und ich muss, glaube ich, gar nichts machen. Jetzt sagt er, Paketinstallation erfolgreich abgeschlossen. Alles klar. Ich glaube, jetzt muss ich das Teil nur noch abziehen. Ich kann ja nochmal in die Anleitung schauen. Important, after installation you need to reboot your player. Make sure you safely ejected. Okay, das kriegen wir hin. iPod auswerfen. Jetzt geht hier nochmal die Platte an. Ja, perfekt. Tada. Ja, und jetzt können wir hier so ein paar Sachen machen. Als erstes mal... Erstmal muss ich da irgendwas drauf kopieren. Nun ja, dann schauen wir doch mal, ob das funktioniert hat. Bist du noch an? Ja, perfekt. Dann muss man, glaube ich, einmal auf die Database gehen. Select. Yes. Da habe ich irgendwie 10 Lieder draufgepackt oder sowas, die ich, glaube ich, auch hier im Video zeigen kann. Oh, nett. Artist. All Tracks. Ja, das mit dem Vorspulen klappt super. Ja, aber wie oft spult man vor? Ich glaube nicht so allzu oft. Irgendwie ist das komisch. Vielleicht liegt es auch an genau diesem Codec, weil das, glaube ich, kein... Ja, das ist M4A. Also, ist ja kein M4A-Player. Ich bin aber sonst eigentlich immer über die Ordner gegangen und dann, ja, kannst hier was auswählen. Wundert mich aber auch, dass M4A hier drauf klappt. Jetzt merke ich aber gerade, das ist gar nicht das Thema, was ich haben wollte. Ich habe doch extra Bros Theme Files iClassic. Muss doch nur speichern bis zum nächsten Neustart. Ja, das ist schon cooler. Siehst du mal, das ist cooler und hätten wir jetzt noch hier so ein Icon, dann wäre das noch cooler, aber das ist aber nicht das Einzige, was wir machen können. Nein, gibt doch Spiele, zum Beispiel Doom. Und wie soll ich mich jetzt bewegen? Sag mir das mal. Ah, ja, okay. Ist jetzt mal gut hier. Ja, danke. Da kommt doch bestimmt noch einer, oder? Aber warum kann ich durch diese Bewegung nach links und rechts laufen? Das ist voll dumm. Ja, danke. Ja, so macht das keinen Spaß mit dem zerkratzten Bildschirm hier. Und hier gehen wir zu. Ah, hier kann ich gleich weitermachen. Okay. Ja, irgendwie will ich schon. Hast du recht. Ja, aber nee. Wie komme ich hier wieder raus? Das habe ich mich damals schon bei den ganzen Spielen gefragt. Ja, hier gibt es auch noch ein paar andere Sachen. Es gibt auch hier Demos und da einen Würfel. Und das gibt es auch. Ja, wunderschön. Okay, Select und Menü, da kommt man überall wieder raus. Da hätte ich jetzt noch Musik an. Moment, Plasma, das probieren wir aus. Wunderschön, oder? Braucht kein Mensch, aber es geht. Oh. Also ganz ehrlich, sowas könnte man sich doch wohl irgendwo hinstellen. Ich meine, so ein Spectrum Analyzer, der ist nicht billig. Zumindest einfach nur fürs Hinstellen, 100 Euro oder so. Und damit geht dann ein weiteres Video von mir zu Ende. Mit einem Thema, wovon ich denke, dass es wohl irgendwie cool ist und irgendjemand das auf jeden Fall ausprobieren wird und vielleicht seinen Spaß damit hat. Wenn man jetzt schon die Möglichkeit hat, Rockbox darauf zu installieren, wahrscheinlich gibt es noch so ein paar andere Custom Firmwares oder sowas für iPods oder MP3-Player oder irgendwelche Hacks, dass man halt ein bisschen mehr als nur MP3-Dateien oder so abspielen kann. Ja, worauf wollte ich hinaus? Kannst du darauf installieren? Klar, läuft. Aber es wäre jetzt natürlich sinniger, wenn man das Teil nur zum Musikhören verwenden möchte, dass man sich einen Adapter besorgt dafür, um da eine SD-Karte einzubauen. Weil ne, eine 512 GB SD- oder Micro-SD-Karte, die kostet jetzt auch nicht mehr die Welt, oder? 70 Euro? 60 Euro? Ich schaue mal kurz nach, was die kosten. Ja, tatsächlich gibt es schon eine von Lexa für 74 Euro, wenn ich mich nicht irre. Ja, 74 Euro für 512 GB. Vielleicht kriegst du da auch irgendwas günstigeres, billigeres aus China oder so, weil, ne, um da Musikdateien drauf abzuspielen, muss das ja jetzt nicht übermäßig groß sein. Und FLAC-Dateien oder WAV-Dateien sollten da auch wohl noch laufen. Und
Ich hatte irgendwann mal auch von einem Zuschauer so ein Würfel geschenkt bekommen, wo ich das Teil, glaube ich, ausprobieren wollte. Das hat dann nicht funktioniert, aber stell dir vor, du willst da einfach nur eine Jukebox stehen haben. Da kann man dann ein Tonbandgerät nehmen oder einen Plattenspieler oder auch einen CD-Player. Man kann sein Handy nehmen, irgendwas über Bluetooth oder Spotify oder Volumio. Ich würde gerne mal wissen, ob ich euch vielleicht dazu inspiriert habe, sowas auch auszuprobieren. Ihr könnt ja auf der Seite schauen, da gibt es ja ein paar andere MP3-Player oder Multimedia-Player, wo man Rockbox drauf installieren könnte. Und dann, ja, was könnte man damit sonst anderes machen? Was hättet ihr für die für entfernteste oder kuriose Ideen zu dem Zeug? Ich habe mir auch mal gedacht, ich mache das irgendwie im Auto fest oder so. Editiere da die INI-Datei und mache die Schriftgröße super groß. Aber brauchst du eigentlich auch nicht, weil das Handy habe ich ja sowieso immer dabei. Und hier habe ich jetzt auch, glaube ich, oder ja, 310 GB habe ich jetzt hier. Aber das werde ich nie mit Musik vollkriegen, weil ich so oft auch nicht unterwegs bin. Und wenn, dann höre ich fast eigentlich auch immer nur dasselbe. Ich habe einen komischen Musikgeschmack. Ihr könnt ja, Spotify-Account steht, glaube ich, in der Beschreibung, mal nachschauen. Da sind bestimmt ein paar Hidden Gems dabei, aber ne? Ja, würde mich mal interessieren, was ihr damit so machen würdet oder ob ihr da überhaupt noch Zeit drin investieren würdet oder ob es dann wirklich irgendwie ein Sony Hi-Res Player sein soll oder ein Android drauf ist und dann mit entsprechendem Speicher da drauf oder so. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, ciao, ciao.